Die Zahlen von Microsoft, Google und Meta haben diese Aktien nach oben explodieren lassen, vor allem Microsoft und gestern Abend dann Meta. Google hat die Gewinne nicht so wirklich halten können, aber dennoch die Big Tech Aktien, die berichtet haben, bisher ein Treiber eigentlich für steigende Kurse, weil diese schwergewichteten Aktien steigen. Aber warum steigen dann die Indizes nicht? Das ist die große Frage. Und meine Antwort ist, die steigen nicht, weil die meisten Aktien fallen. Und warum fallen die meisten Aktien? Weil sie antizipieren jetzt endlich, was da auf sie zukommt, nämlich eine Rezession mit sinkenden Umsätzen. Wir sehen jetzt schon, dass die Umsätze hoch bleiben, aber die Margen sinken. Und sinkende Margen sind ein Zeichen für konjunkturelle Abkühlung in eine Rezession hinein, und dementsprechend wird ein bisschen, eben wie ich gestern getitelt hatte in Marktflüster, kaschiert die Schwäche des Marktes durch diese 3, 4, 5, 6 großen Aktien. Gestern etwa Meta, da haben wir zwar Revenues up 2,7%, also die Umsätze sind um 2,7% gestiegen, aber Net Income declined 24%, also die Gewinne sind gesunken, mit anderen Worten, und zwar ist der Umsatz gestiegen, aber die Gewinne sind deutlich gesunken, das heißt nichts anderes, als dass die Margen sinken. Wir sehen das also wunderbar bei Facebook, die Aktie gleichwohl über 11% im Plus gestern nachbörslich, und damit hat man die Volatilitätserwartungen, die in den Optionsmärkten eingepreiste waren, durchaus erfüllt. Aber schauen wir uns hier mal die Zahlen ein bisschen genauer an. Earnings per Share von März 22 bis jetzt März 23. 2,72, 2,46, 1,64, 1,76, 2,20. Naja, wenn Sie da eine super Wachstumsstory erkennen, dann haben Sie wahrscheinlich eine besondere Wahrnehmung. Hier schauen wir uns mal die Sales, also die Umsätze an. 27,9 Milliarden, 28,9, 27,7, 32,1, 28,6. Also da ist ja wirklich eine Wachstumsfirma da am Start, die Bewertungen rechtfertigt. Gestern auch die Aussagen zu Metaverse, das war ja eigentlich die Hoffnungsgeschichte von Meta, und hier sehen wir 339 Millionen Dollar Umsatz. Im selben Quartal letzten Jahres waren es noch 695 Millionen, das heißt, das Hoffnungsgeschäft, das ist im Grunde nicht mehr wirklich vorhanden, kann als nicht mehr als Hoffnungsbegründer fungieren, da ist null Wachstum, das geht sogar zurück, was die Umsätze betrifft. Unten sehen wir die Aktie von Meta, aber rechts sehen wir den Nasdaq, der trotz eben dieser schwergewichteten Aktien wie Microsoft, die ja gestern massiv gestiegen ist, dennoch nicht wirklich aus dem Quark kommt. Wenn wir uns die anderen Indizes anschauen, was wir gleich tun, dann sehen wir die Schwäche. Aber wer hat wieder punktgenau getroffen? Das ist Jim Cramer, der ja damals gesagt hat, als die Meta-Aktie so stark abgestürzt ist, hat er sich entschuldigt, hat geweint praktisch bei CNBC, hat sich entschuldigt und gesagt, ich lag daneben. Seitdem ist die Aktie um 140% gestiegen, ob berechtigt oder nicht, eher nicht, aber Schwarm drüber. Wir sehen, Microsoft gestern hat beim Nasdaq 140% der Bewegung gebracht, also 114 Punkte. Der Nasdaq insgesamt hat aber nur 81 Punkte plus gemacht gestern. Ohne Microsoft wären wir also gefallen in diesem Index, und wir sehen, der Breadth im Nasdaq, also die Marktbreite, hat ein neues Rekordtief gestern erreicht. Das heißt, immer weniger Aktien steigen. Hier sehen wir das mal. Die weiße Linie hier, das sind die zwei am stärksten gewichteten Aktien, also Microsoft und Apple. Die haben jetzt 13,4% kombiniert, und der blau hier die am stärksten gewichtete Aktie, das ist noch Apple. Die bringen ja nächste Woche ihre Zahlen. Hier sehen wir mal die Marktgewichtung der 10 größten Aktien im S&P 500, beträgt 28,7%, dann Nummer 11 bis Nummer 50 nur 35,2%. Also da ist zu erwarten, dass die Marktgewichtung der zweiten Reihe, sagen wir mal so, ein bisschen steigt. Aber insgesamt, und das ist aus meiner Sicht das Problem von Tech, warum auch der Nasdaq perspektivisch nicht mehr so richtig aus dem Quark kommt, ist, dass beim Nasdaq 100, der ja die großen Tech-Werte enthält, dass da
die Earnings Yield praktisch nicht mehr, kein Vorteil mehr ist, keine Risikoprämie mehr bezahlt wird im Vergleich zur Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Das heißt, es gibt praktisch null Risikoprämie, die ich erhalte, wenn ich Aktien kaufe, die ja immer eine Chance, aber eben auch ein Risiko darstellen. Wir haben also gestern Microsoft 8% gesehen, wir hatten die großen Banken gesehen mit guten Earnings, wir hatten Inflation nur 5%. Die Fed macht angeblich eine Pause, Pivot, Narrativ und so weiter, die VIX total niedrig. Wir haben Liquiditätseinspritzungen respektive diese Hilfen für die großen, für die Banken durch die Fed. Alle sind Long, CTAs, Hedge Funds, Vol Control, all Maximum Long, aber es reicht nicht, um den S&P 500 weiter nach oben zu treiben. Da ist, glaube ich, etwas dran. Wir sehen, dass Value gestern verloren hat zu Growth, eben weil Microsoft als Growth gilt, was eigentlich kein wirkliches Growth mehr ist. Wir sehen Dow Jones 0,68% im Minus, der Nasdaq im Plus, Nasdaq 100 0,64%, der S&P 500 leicht im Minus. Wir sehen Dow Jones Transportation wieder 3,5% im Minus und der Russell 2000 minus 0,89%. Also wieder mal Value sozusagen abgestraft. Hier sehen wir mal den Value Line Geometric Index, in dem also alle Aktien gleichgewichtet sind. Ist das eine Schulterkopf-Schulter, die sich da ausbildet? Ähnlich im Wilshire 5000. Da sind praktisch alle Aktien drin, die wo, wie Klinsmann sagen würde, die wo es in den USA gibt. Ja? Und auf der rechten Seite sehen wir mal jetzt die Gewichtung im S&P 500. Gestern hatten wir, oder gestern eben die Microsoft über 6%, knapp über. Wir haben dann Apple über 7% und heute kommt Amazon. Die sind immerhin mit etwa 2,7% gewichtet, also drittschwerster Wert im S&P 500. Und die Frage ist, wie geht es jetzt heute an die Aktienmärkte? Und sehen Sie mal den S&P 500 auf 60-Minuten-Basis, so eine fallende Wedge. Da könnte durchaus was nach oben gehen, weil wir sowohl im RSI als auch in der Stochastik jetzt positive Divergenzen haben. Jetzt werden dann, wenn das passiert, alle wieder sagen, wow, super bullish, es ist ja Wahnsinn, aber wahrscheinlich ist das Ganze so eine ähnliche Struktur wie im Februar. Damals, wenn Sie das oben in diesem Chart mal sehen, dieser Anstieg, dann wird die Trendlinie gebrochen und das war es dann. Vielleicht werden die Buybacks retten. Hier sehen wir mal die Buyback Authorizations, also die Genehmigungen bis jetzt zum 21. April. Wäre kein neuer Rekord, war in 2022 mehr, aber die Frage ist, hilft das? Natürlich hilft das, natürlich ist das ein Puffer. Allerdings haben wir gesehen, dass die Märkte in 2022 gefallen sind, trotzdem wir rekordhohe Buybacks hatten. Wir sind jetzt noch mitten in dieser Blackout-Period, also dass viele Unternehmen jetzt nicht ihre eigenen Aktien zurückkaufen können, aber das wird bald dann weniger werden. Schauen wir uns mal ein paar Indikatoren an, hier von Ron Walker, Distribution Volume beginnt zu drehen. Wir sehen Bullish and Bearish Signals beginnt zu drehen mit negativen Divergenzen jeweils. Und das Einzige, was noch nicht gedreht hat, ist hier Momentum. Da müssen wir abwarten. Apropos Microsoft nochmal. Die Aktie gestern ja über 7% gestiegen. Jetzt gibt es hier in Sachen EU Probleme, weil man eben sagt, wie ist es denn mit dem Datentransfer mit der Cloud von Microsoft? Die EU will ja da bestimmte Vorgaben eingehalten wissen. Da ist Microsoft offenkundig nicht bereit dazu. Gesichtsbuch respektive Facebook respektive Meta hat schon mit einem Rückzug aus Europa gedroht. Also das könnte noch sehr, sehr spannend werden. Und insgesamt natürlich bei den Tech-Werten, du musst so oft AI sagen, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, wie du eben kannst. Google und Microsoft, die haben das 141 Mal gemacht in ihrem Earnings Call. Ne? Und dann musst du diese Knöpfe drücken. Gell, das ist wie ein Pflaster, das ein bisschen kaschiert, dass die Zahlen doch gar nicht so toll sind. Auch die von Google waren aus meiner Sicht nicht wirklich toll. Dementsprechend die Aktien nicht gestiegen. Aber natürlich ganz tolle Berichterstattung, weil die Erwartungen übertroffen wurden, die vorher so massiv gesenkt wurden, dass man schon einen Tiefenbohrer braucht, um da
noch ein bisschen drunter zu kommen. Von $220 ist es steil abwärts gegangen pro Aktie, was die Erwartungen betrifft. Dennoch haben wir jetzt, naja, so um und bei Erwartungsübertreffungen, so 73%, gell? Aber was auffällt, die Umsätze, da werden die Erwartungen erfüllt oder übertroffen, aber bei den Margen geht es 13% nach unten. Das nochmal das Thema, das ich gestern auch bei Tesla thematisiert hatte. Und insgesamt, wie Diego Fasnacht, wie ich finde, sehr genau auf den Punkt bringt, haben wir drei komplett verschiedene Ansichten auf die wirtschaftliche Entwicklung der USA. Die Fed zunächst mal hat gesagt, nee, wir werden die Zinsen nicht senken. Das heißt, die Fed, die ja selbst mit einer milden Rezession rechnet, aber nur einer milden, sagt, wir werden die Zinsen nicht senken. Die Anleihenmärkte, die sagen, da kommt eine fette Rezession, 4 Zinssenkungen in diesem Jahr. Und also bis praktisch Januar 24. Und der Aktienmarkt, der sagt, wie Rezession, Zinssenkung, ja. Aber alles andere ist uns wurscht, gell, weil es ist ja wahnsinnig schön, alles da draußen. Das sind Divergenzen, die sich auflösen werden. Da hat Diego Fasnacht aus meiner Sicht recht. Schauen wir uns mal einen Indikator an, der vielleicht besser als alles andere diese Dinge beleuchtet in Sachen Rezession, ja oder nein. Das sind die Containertransporte. Hier sehen wir mal, dass die massiv rückläufig sind seit einiger Zeit. Dementsprechend ein sehr, sehr guter Indikator für eine weltweite Rezession, zumal China dazu gleich ja sich auch nicht wirklich gut entwickelt. Und hier sehen wir mal, and the Fed fragt hier Charlie Bilello, weil die Fed eben noch in dieses Inflationsfeuer praktisch reingesprüht hat, das Feuer noch weiter entfacht hat, indem man Mortgage-Backed Securities, hypothekenbesicherte Anleihen, gekauft hat. Als die Preise für die US-Immobilien immer weiter gestiegen waren, dadurch hat die Fed diese Immobilienblase weiter angetrieben. Und das ist sozusagen so doof, man hat dann schlichtweg eben diese Inflation negiert, dann ignoriert, dann gesagt, ist vorübergehend, um dann voll auf die Bremse zu treten, dadurch jetzt dann die Bankenkrise entstanden. Und wenn Sie wissen wollen, wie es da weitergeht, was hat Jim Cramer, bester Kontraindikator der Welt, 2008 gesagt bei Bear Stearns? Bear Stearns is fine, do not take your money out. Dann 2023, First Republic Bank, New Focus, very good bank, Geld. Damals schon 1912 hat der Jim Cramer gegenüber, oder als er die Titanic gesehen hat, gesagt, dieses Schiff ist unsinkbar, Geld. Der Jim Cramer, den gab es schon immer irgendwie, aber jetzt hat er vor allem kürzlich gesagt, First Republic ist nicht zu vergleichen mit dem Ansteckungsmoment damals in der Finanzkrise 2008. Das ist die sicherste Prognose, dass das wohl doch noch ziemlich herb wird mit dieser Bankenkrise. Vielleicht weniger herb jetzt kurzfristig in Sachen Schuldenobergrenze. Jetzt hat man plötzlich doch noch ein paar Steuereinnahmen erzielen können, nachdem die Steuereinnahmen ja 29% unter dem Vorjahresniveau gelegen sind. Also plötzlich hat man ein bisschen Geld gefunden, gell? Trump wollte Stimmen finden. Ja, hier findet man Geld, ne? Dies die Amerikaner, die finden ständig irgendwas. Jetzt hat McCarthy es geschafft, hier das Abgeordnetenhaus für einen Vorschlag in Sachen Schuldenobergrenze zu gewinnen. Also die Republikaner sind mitgegangen. Hier rechts sehen wir ja, wie da diese Credit Default Swaps durch die Decke geschossen waren. Aber jetzt kommt ein Statement von dem Weißen Haus in Gestalt von Karine Jean-Pierre, die sagt, ja, also da fehlt ja total viel. Da ist zum Beispiel die Gesundheitsversicherung für Veteranen, fehlt da dann Essen auf Rädern, Public Safety und so weiter und so fort. Also das wird natürlich noch eine harte und herbe Auseinandersetzung. Kommen wir ja mal kurz nach China. Hier ja die zweite Corona-Welle, wie ich gestern bereits thematisieren konnte im Markeflüster. Heute die Nachricht, China Industrial Profits keep plunging, prices decline. Wir sehen hier minus 21,4% die Industrieprofite, 19,2% war der März schwächer als der Vorjahresmärz. Also das sieht nicht so richtig gut aus.
Der Konsum, der ist weiter schwach. Nur der Vorjahresvergleich lässt das Ganze besser aussehen. Das gilt auch für das BIP. Chinas Wirtschaft ist angeschlagen und wir sind sowieso angeschlagen, denn hier dieses Gebäudeenergiegesetz, das ja kommen soll, das ja vom Kabinett beschlossen, aber noch nicht vom Parlament beschlossen wurde, ist regulatorisch, industriepolitisch und vor allem auch sozialpolitisch ein absolutes Desaster. Erstens Garantie für weiter höhere Inflation, zweitens Garantie für Verarmung. Wenn Sie jetzt 70 sind und Sie müssen plötzlich Ihr Haus sanieren, Sie haben das Geld gar nicht und Sie fragen sich, warum sollen wir das tun? Weil woanders praktisch CO2 in die Luft geschossen wird, sondergleichen. Aber jetzt soll ich meine Existenz verlieren, weil irgendwelche Spinner meinen, wir müssten jetzt CO2-neutral werden, was in der Gesamtbilanz nicht viel ändert. Ja, es ist gut, das CO2 zu reduzieren, wo man kann. Aber mit solchen Maßnahmen werden wir letztendlich uns weiter deindustrialisieren. Es ist unglaublich, was da passiert mit Viessmann, diesem Heizungsbauer, der jetzt wahrscheinlich in US-Hände gerät. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Erstens First Republic Bank, und dieser Artikel ist so frisch, dass ich noch hier Schwärze an den Fingern habe, meines Kollegen Stefan Jäger. First Republic Bank steckt in der Zwickmühle, keiner will sie retten. Die Banken sagen, ja, die Regierung muss das machen. Die Regierung sagt, nein, die Banken müssen das machen. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und der Yuan überholt den Dollar bei Transaktionen Chinas mit anderen Ländern, das eine bedeutsame Entwicklung, Ende der Dominanz des Dollars? Fragezeichen, diese beiden Artikel. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.